der Lars, auch ein Kollege, allerdings die meiste Zeit in Köln. Deswegen seht ihr ihn nicht ganz so oft hier, aber heute hat er es hergeschafft und erzählt euch was zum Thema Trends in der digitalen Mediennutzung. Bitte, Lars. Danke, Gina. Ein bisschen wie ein Teleshopping hier. Sind wir eigentlich direkt im Thema. Ich sag kurz zwei Worte zu mir. Also ich bin halt auch einer von den alten Herren hier im Saal, quasi Netzstrategie der ersten Stunde. Ich habe im Großen und Ganzen zwei Aufgaben. Das eine ist, ich bin so eine Art Erklärbär. Also ich mache ganz oft Seminare und Workshops und erkläre den Leuten das Internet, so halbwegs, dass es geht. Und ich komme halt selber aus der Verlagslandschaft, also bin so ein Medientyp einfach und verbringe deshalb sehr viel Zeit mit einer anderen Audienz als jetzt. Also gerade in Verlagen gibt es oft Runden, die sehen vielleicht ein bisschen aus wie das, nicht ganz so antiquiert, aber ist halt ein traditionelles Business. Und als die Mira mich gefragt hat, ob ich über das Thema Trends in der digitalen Mediennutzung sprechen möchte, habe ich gedacht, das ist eine prima Idee, weil ich euch da so ein bisschen auch mal einen Einblick geben kann, was wir machen außerhalb vielleicht der reinen Fachthemen. Also ihr wisst alle, dass wir für Digitales stehen, dass wir Leute haben, die SEO beherrschen, UX, die Google-Themen, die Social-Themen, Entwickler und so weiter und so fort. Und ich würde euch gerne mit in eine unserer wichtigsten Branchen nehmen, und zwar die klassischen Medien, also Medienhäuser, die sich vor allem um Nachrichten kümmern. Jetzt ist das Thema natürlich sehr weit gefasst. Also Trends in der digitalen Mediennutzung, da kann jetzt alles und nichts hinterstecken. Ich hoffe, dass keiner erwartet, dass ich euch den neuesten heißen Scheiß mitbringe. Weil Trend, ja, muss man vielleicht kurz erklären. Also Trend geht es in der Regel nicht darum, was ist gerade das Ding, was diskutiert wird oder was gerade hoch gehypt wird, sondern eigentlich ist ein Trend was Längeres. Also eine Veränderung, ein Prozess, eine Wandlung. Und eigentlich alle klassischen Medienhäuser stehen gerade vor der Aufgabe, so eine Wandlung zu durchlaufen oder sind halt mitten auf dem Weg. Und ich dachte mir, es wäre eine ganz gute Idee, euch mal zu erzählen, was denn dahinter steckt, also was da tatsächlich auf die wartet. Jetzt war ich letzte Woche auf der Demexco. War von euch noch jemand da? Ich sehe ein paar nickende Gesichter. Digitale Marketingmesse in Köln. Ich habe es wieder vergessen, mein Bullshit-Bingo-Kärtchen mitzunehmen. Das ist echt. Ja, also man kommt an keinem Stand vorbei, ohne irgendein Buzzword abhaken zu können. Also es wäre ein kurzer Aufenthalt, wenn man das ans Ausfüllen des Kärtchens hängen würde. Naja, aber da wird viel über Trends gesprochen. Also auf der Demexco geht es immer darum, okay, Native und Mobile und Virtual Reality und keine Ahnung, was da die Trends sind, die da gehypt werden. Also die scheinbaren Trends, die gehypt werden. Und es ist ja so, also es gibt Trends, die sind total spannend und die haben auch mit Medien zu tun. Also Stichwort Virtual Reality ist jetzt nicht nur was für Gamer, Peter, möge mir verzeihen. Die New York Times hat ein Projekt gemacht, letztes Jahr schon, heißt The Displays. Da haben die über 1 Million von diesen Pappdingern verschickt. Man hat halt sein Smartphone reingemacht und hat eine Reportage bekommen über einen Flüchtlingsstrom aus Syrien. Und ich fand das ganz spannend, weil die New York Times verschickt halt 1 Million Pappgestelle für Smartphones. So, die scheinen da irgendwas mit vorzuhaben, also die scheinen da irgendeine Idee dahinter zu haben. Und liegt halt daran, wenn ich in so einem virtuellen Raum bin, soll das angeblich Empathie erzeugen. Also ich soll halt mich stärker da einfühlen können, als wenn ich auf dem Smartphone oder auf dem Bildschirm sehe, okay, eine Reportage, ach guck mal, da ist wieder was bei Twitter. Oder ich habe eine WhatsApp-Nachricht. Also ich tauche tiefer ein in die Inhalte. Das ist der Gedanke dahinter. Fand ich ganz spannend, weil es halt aus einem sehr, sehr altehrwürdigen Medienhaus kommt und trotzdem sehr weit nach vorne geht. Solche Trends finde ich spannend. Facebook Live muss ich euch nicht erklären, muss ich in anderen Kontexten sehr wohl erklären. Jeder hat die Möglichkeit, live zu streamen. Also wir zeichnen ja auf, aber wir könnten das jetzt auch quasi über Facebook Live ins Netz streamen. Ist für jemanden, der aus dem letzten Jahrhundert kommt und da auch sein Berufsleben knapp begonnen hat, gar nicht so selbstverständlich, dass man eine Live-Übertragung aus dem Stand machen kann. So, das zeigt relativ deutlich, was es früher mal für Gefälle gab und was es heute nicht mehr für Gefälle gibt. Total spannende Entwicklung. Alle reden über Bots. So, wir müssen unbedingt Bots machen. Das ist jetzt so ein Bot. Ein Bot ist nichts anderes als eine Technologie, die sich an den Nutzer anpasst.
quasi. Also die lernt, die scheinbar clever ist, die im Facebook Messenger mitlernt, die vielleicht als App konfiguriert ist. Ich habe hier ein Beispiel dabei von CNN. Das Ding fragt euch halt knallhart im Messenger, okay, worüber willst du was wissen? So, und dann sage ich, okay, Politik, Landtagswahl in Berlin, keine Ahnung. Und dann fängt das Ding zu antworten an. Und merkt sich halt, was mich interessiert und gibt mir immer mehr Futter. Also die Lösungen werden immer intelligenter und immer individueller. Das ist halt so ein Trend, wenn man so will. Ich habe euch mal die drei Beispiele mitgebracht, um zu zeigen, was quasi vorne an der Bewegung möglich ist. Das Spannende an Trends ist nicht nur, dass die eher über einen längeren Zeitraum verlaufen, sondern dass die nicht bei allen gleichzeitig ankommen. So, denn obwohl es ein CNN-Bot gibt, obwohl die New York Times 1 Million Pappgestelle für Smartphones verschickt, damit man die als Brille tragen kann, gibt es zumindest bei uns in Deutschland jeden Tag noch 16,8 Millionen Exemplare, die gedruckt werden einer Tageszeitung. So, das ist gelebte Gewohnheit. Auch das ist Mediennutzung. So, das hat mit digital erstmal am Rande zu tun, aber das heißt, das sind 16 Millionen Haushalte, also da stecken, keine Ahnung, knapp 30 Millionen Leute dahinter, die jeden Tag eine Zeitung lesen. Für die ist der CNN-Bot relativ weit weg. Es gibt über 10 Millionen, das ist eine Zahl, die mich immer wieder erstaunt, über 10 Millionen Menschen, die jeden Tag den Videotext benutzen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ich irgendwo im Hotel bin und da ist ein scheiß WLAN und ich will wissen, wie es gerade beim Fußball steht, dann mache ich den Fernseher und mache den Videotext. Weil ich bin relativ digital unterwegs, will ich behaupten, für mein Alter. Also was ich euch sagen will, ist, es gibt halt nicht nur die Spitze des Eisbergs, oder die Spitze der Bewegung besser gesagt, sondern es gibt einfach eine ganz große Durchmischung. Und wir befinden uns in einer Bewegung, auf dem Weg, wo wir ganz viele Leute mitnehmen müssen, die aber alle unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Und wie das so ist mit solchen Trends, es gibt ein Zitat von Wilhelm II., der irgendwann mal gesagt hat, ich glaube an das Pferd, das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Und ich finde das sehr bezeichnend, weil es einfach ausdrückt, wenn sowas so lange braucht und so schleichend vonstatten geht, dann will man das nicht wahrhaben. Vor allem, wenn man auf das Alte setzt. Also wenn man weiß, das Alte hat uns sehr lange sehr viel gebracht und sehr viel Spaß gemacht, zum Beispiel mit der Kutsche fahren, dann ist das Neue erstmal fremd und erstmal komisch. Ich habe mir jetzt überlegt, wie viel Pferd steckt in der Zeitung oder wie viel Pferd steckt in klassischen Medien. Und weil ich der Erklärer bin und bei uns auch so ein bisschen der Theoretiker, kann ich euch die Theorie nicht ganz ersparen. Es geht im Grunde genommen um den Umgang mit Massenmedien. Also wir kommen aus einer Geschichte, eine klassische Kommunikation, 1:1, Menschen reden mit Menschen. So, das geht auf direktem Wege, wir sprechen miteinander. Das geht auch mit Medien, also zum Beispiel mit einem Telefon. Das geht per Brief, also man kann auch medial 1:1 kommunizieren, das ist gar kein Problem. Das ist die ursprünglichste Form, bevor irgendwann mal jemand angefangen hat, mit Papierrollen auf den Marktplatz zu gehen und die neuesten Mitteilungen zu verkünden. Und dann kam noch dieser Gutenberg, der den Buchdruck erfunden und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Das ist eine direkte Beziehung, 1:1. Dann sind die Massenmedien entstanden und ich gehe darauf ein, weil es einfach sehr viel sagt über unser Selbstverständnis, aber auch das Selbstverständnis von klassischen Medien. Weil das ist das Modell, in dem wir alle sozialisiert wurden. Und ich habe einen Sender und der erreicht ganz viele Empfänger, also 1:N, sagt man in der Theorie. Also ich habe quasi einen, der kann alle erreichen. So. Ihr seht ein kleines Kreuz auf der linken Seite, das heißt, der Rückkanal ist erstmal nicht offen. Also natürlich kann ich einen Leserbrief schreiben, natürlich kann ich meinen Fernsehsender anrufen, aber ich habe nicht die gleichen Möglichkeiten wie der Sender. Und das meine ich eben mit Gefälle. Also um diese ganz vielen Menschen zu erreichen, brauche ich eine Infrastruktur. Also ich brauche eine Druckerei oder ich brauche eine Sendelizenz und ich brauche Mitarbeiter, die Inhalte erstellen. Also ich brauche einfach wahnsinnig viel Aufwand, um viele Menschen erreichen zu können. Das haben wir gelernt. Und dann kam dieses Internet. Jetzt gibt es das Internet schon ein bisschen länger und eigentlich hätte man sagen können, dass das vom ersten Tag an ja alles auf den Kopf stellt, aber wie gesagt, Trends brauchen ein bisschen länger, um sich zu entfalten. Und jetzt sieht das Modell so aus. Also theoretisch kann jeder
wahnsinnig viele Menschen erreichen. Es gibt so ein Beispiel aus den ersten Tagen von Facebook in Deutschland, da hatten wir auch so einen schlechten Sommer und da hat irgendeine Privatperson den Sommer 2007 erstellt. Und schwuppdiwupp seine Freunde eingeladen, die haben wieder Freunde eingeladen und auf einmal hatte der Sommer 2007 3 Millionen Teilnehmer. So, vielleicht erinnert ihr euch an diese Facebook-Partys, da ist das nach hinten losgegangen mit der Reichweite. Aber was ich sagen will, ist, es liegt nicht mehr am Sender, diese Infrastruktur zu besitzen. Das hebt das Gefälle auf, weil wenn ich eine gute Botschaft habe, wenn ich eine spannende Botschaft habe und die entsprechenden Multiplikatoren, dann kann ich auch ganz viele Leute erreichen. Und das Geld und das Geschäftsmodell dahinter verdienen die Leute, die das Netzwerk herstellen. Das ist nochmal ein ganz großer Unterschied. Genau. Botschaften verteilen sich anders. Also wenn ich hier noch wusste, okay, ich habe ganz große Reichweite, ich bin ein Radiosender, ich bin ein Fernsehsender, ich bin eine Tageszeitung und ich habe zigtausend Empfänger oder zig Millionen Empfänger, dann ist es ein relativ einfaches Modell zu wissen, dass ich viele Leute erreichen kann. Wenn ich jetzt hier unterwegs bin, dann muss ich halt die richtigen Leute erreichen, um möglichst viele zu erreichen. Das heißt, es ist eine ganz andere Art, wie sie Informationen verbreiten und wie sich Nachrichten auch verbreiten. Ja, was bedeutet das jetzt? Naja, zum einen, ich muss mir die Aufmerksamkeit viel mehr erarbeiten. Also wenn ich nicht mehr der Einzige bin, der senden kann, dann ist da viel mehr Wettbewerb. Ich muss auf Augenhöhe kommunizieren. Klar, also wenn unsere Leser auf einmal nicht nur Leser sind, sondern eben auch genauso Sender und auf Augenhöhe kommunizieren, dann erwarten die auch, dass wir so miteinander sprechen. Das ist für jemanden, der gewohnt ist, eigentlich immer nur der Sender zu sein, eine ziemlich neue Erfahrung. Und das bedeutet das Ende der Gießkanne. Also ich finde es ganz spannend, Radio wirbt ja immer noch damit. Also kennt ihr wahrscheinlich, mit Radio erreichen sie immer den Richtigen, weil sie ja jeden erreichen. Aber ich erreiche auch 99,7% Nicht-Richtige. Das macht zum Beispiel für die Werbekunden das Ganze ineffizient. Also ich erreiche immer Leute, die ich gar nicht haben will und bezahle auch dafür. Also dieses Gießkannenprinzip wird ja durch soziale Netzwerke, das Internet auf den Kopf gestellt. Und die Kernfrage, die sich jetzt für Medien stellt, ist, bedeutet das Ende der Gießkanne auch das Ende der Massenmedien? Weil wenn das jetzt jeder kann und die Infrastruktur überflüssig ist und so, dann ist das ja eine schwierige Frage. Jetzt kommt wieder der Nerd in mir durch. Kennt jemand das Riepelsche Gesetz? Hat das schon mal jemand gehört? Aus der Medienwissenschaft. Das Riepelsche Gesetz sagt, dass kein gesellschaftlich etabliertes Instrument oder Medium ein anderes verdrängt hat, nur weil es gekommen ist. Es sagt vielmehr, dass sich die Medien anpassen. Also dass jedes Medium einfach seine Funktion, seine Vermittlung verändert. Und da werden dann Beispiele zitiert. Das erste Beispiel ist, als der Hörfunk kam, hat man gedacht, oh Gott, jetzt wird die Tageszeitung vorgelesen, jetzt liest keiner mehr. Ist nicht eingetreten. Also die Tageszeitung hat gemerkt, okay, Radio sendet rund um die Uhr, Aktualität, also Minutenaktualität können wir nicht, also gehen wir stärker auf Hintergrund. Und lokale Ereignisse, also die meisten Tageszeitungen sind ja regionale oder lokale Tageszeitungen. Ja, dann kam das Fernsehen und beim Radio dachte man, oh, jetzt werden wir abgelöst, weil die Leute das nicht nur hören können, sondern auch sehen, was wir machen. Und das Radio war vorher halt generalistischer Informationsversorger. Heute, wenn ihr Radio hört, werdet ihr sehr viel Musik hören und nur auf bestimmten Sendern viele Wortbeiträge, die sich um Informationen kümmern. Das heißt, auch das Radio hat seine Funktion angepasst, weil ein neues Medium dazu kam. Und dann haben sich Kinobetreiber Sorgen gemacht, als das Fernsehen kam. Oh Gott, warum sollen die Leute jetzt noch ins Kino gehen, wenn das Kino zu denen nach Hause kommt? Und das Kino hat sich umpositioniert. Es geht um Blockbuster, es geht um Erlebnis, es geht um die ganze Wucht, die in so einem geschlossenen Raum mit den Möglichkeiten des Kinos zutage tritt. Also soweit zum Riepelschen Gesetz. Was sagt mir das jetzt als Medientreiber? Naja, wenn das Internet jetzt dazukommt, ist alles halb so wild. Weil ich habe ja gelernt, kommt was Neues dazu, ich muss mich ein bisschen anpassen und alles ist okay. Also das Gesetz könnte man auch so als Beruhigungspille deuten. Dazu kommt, dass wir jetzt, ich habe nur zwei Märkte rausgesucht, wir haben in Deutschland zwei private Sendergruppen. Es gibt die RTL-Gruppe und es gibt die ProSiebenSat.1-Gruppe. Dazu gibt es noch ein paar öffentlich-rechtliche Sender, aber die haben diesen gesamten deutschen Fernsehmarkt unter sich aufgeteilt. Das heißt, Wettbewerb ist da relativ überschaubar. So, wenn ihr bei
ProSieben in die Werbung läuft und auf Sat.1 umschaltet, wird er auch Werbung sein. Wenn ihr bei RTL in die Werbung lauft und ihr schaltet auf Vox, wird er auch Werbung sein, einfach weil die zusammengehören. Die tun sich nicht weh. Zweites Beispiel, der Zeitungsmarkt. Ich habe nachgeschaut, der Bundesverband sagt, es gibt 351 Tageszeitungen in Deutschland mit über 1528 Lokalausgaben. Das klingt nach einer sehr, sehr großen Vielfalt, aber die Wahrheit ist auch, dass das fast alles Gebietsmonopole sind. Also wenn ihr irgendwo neu hinkommt und euch fragt, welche Zeitung kann ich lesen, da werdet ihr jetzt nicht aus 5 auswählen dürfen, sondern es ist vielleicht eine oder zwei, zwischen denen ihr euch entscheiden könnt. Das heißt, das macht träge und das verleitet halt dazu, dass man sich nicht so stark und nicht so schnell verändern möchte, weil man ja den Markt für sich hat. Ja, also ist alles ganz entspannt. Lasst das Internet mal kommen, wir haben unseren Markt, das ist alles gut. Ja, das hat man jetzt 25 Jahre lang versucht, das ganze Thema auszusitzen. Das Problem ist, das Ding ist immer noch da und das wird irgendwie größer. Ich habe mal geschaut, es gibt, ihr könnt ja bei Google nachschauen, wie sich so die Suchverläufe entwickeln nach bestimmten Begriffen. Und ich habe das mal einfach für Nachrichten gemacht, also wie stark werden Nachrichten bei Google nachgefragt. Und ihr seht tatsächlich, dass sich da so seit ein paar Jahren die Kurve nach oben entwickelt. Also Nachrichtenmarkt ist ein Wachstumsmarkt. Die Leute wollen mehr wissen. Also die fragen immer stärker Nachrichten im Internet nach. Das Problem ist, wir haben eben gesehen, dieser Kampf um Aufmerksamkeit hat begonnen. Also wir haben ja jeder irgendwie nur 24 Stunden am Tag und dann schläft man so roundabout 8 Stunden und dann arbeitet man noch ein bisschen und das ist halt alles so begrenzt. Und es gibt von ARD und ZDF eine Studie, die das analysiert. Und die schaut, wie verteilt sich denn die Mediennutzung am Tag auf die verschiedenen Kanäle. Und ihr seht, Rieblichs Gesetz, es kamen neue Medien dazu, es wird einfach nur noch mehr Medien konsumiert. Also in den 90ern, in den 80ern, in den 90ern, in den 2000ern. Und dann irgendwann 2005 600 Minuten am Tag Medien nutzen. 10 Stunden am Tag. Also der Durchschnittsdeutsche über 14 Jahren nutzt 10 Stunden am Tag Medien. Muss fairerweise dazu sagen, dass da auch Doppelnutzung drin ist. Also wenn ich morgens die Zeitung lese, dabei das Radio läuft, dann zählt die Uhr, also die Minute zählt doppelt. Aber was sich gezeigt hat, ist, wir sind an der Grenze. Also wir können nicht noch mehr Medien nutzen. Das ist einfach eine menschliche Grenze. Was jetzt einsetzt, ist Verdrängung. So, ich muss, um eine Minute mehr Internet nutzen zu können, irgendwas anderes weglassen im Schnitt. Und ihr seht hier unten diesen roten Balken, der immer breiter wird, das ist Internet. Genau, also wenn ich die Aufmerksamkeit haben will, dann geht es nur über das Netz. Jetzt kann man sagen, naja gut, wenn die Leute das nicht mehr in der Zeitung lesen, dann gucken sie halt auf die Webseite vom Verlag. Dieser rote Balken hier, das sind über 100 Minuten am Tag, also knapp 2 Stunden Internet. Davon entfallen gut 25 Minuten auf mediale Angebote, also auf, keine Ahnung, die Mediathek der ARD und die Webseite der Tageszeitung oder das E-Paper oder was auch immer. Und 81 Minuten auf andere Angebote. Und picken wir uns die Tageszeitung raus, da stehen wir bei 4 Minuten am Tag. Also von 600 Minuten, knapp 600 Minuten, bleiben 4 Minuten für die Webseite von Tageszeitungsangeboten. Das ist relativ wenig. Was bedeutet das? Na, es wird ganz schön eng im Netz. Der Kampf um Aufmerksamkeit wird von immer mehr Playern geführt. Der Wettbewerb wird einfach härter. Und wer steuert jetzt, wie ich an die Aufmerksamkeit komme? Das ist meine Folie. Deine Folie. Genau. Die Welt der Streams. Also bei der Zeitung ist es klar, da wählt eine Redaktion aus, ist quasi der Gatekeeper über die Informationen und sagt, okay, das ist in der Politik so wichtig, dass wir es drucken. Und das ist im Lokalen so wichtig, dass wir es drucken. Im Netz greifen andere Mechanismen. Also zum Beispiel, da links sehen wir noch Süddeutsche Zeitung, Startseite, die ist noch halbwegs gleich für alle. Da steckt noch so ein redaktioneller Prozess dahinter. Dann sehen wir bei Facebook, jeder, der hier im Raum irgendwelche Social Media Accounts hat, wird einen anderen Newsfeed haben als die anderen. Also das ist einfach individuell. Das regelt in dem Fall ein Algorithmus. Also wenn das bei einer Zeitungsredaktion noch Menschen machen, macht das hier der Computer. Und das Prinzip greift eigentlich überall im Netz. Also ob ich bei Facebook, bei Twitter, bei der Google-Suche, bei Xing, bei YouTube, wo auch immer bin, was für mich relevant ist, entscheidet
irgendeine Form von Filter, der dahinter steckt. Das führt jetzt dazu, dass Artikel die Startseiten sind. Also wenn man aus dem klassischen Verständnis kommt, Leute kommen auf eine Internetseite, gehen auf die Homepage und dann klicken die sich in irgendein Ressort rein und dann lesen die zwei Artikel, dann ist das eine schöne romantische Vorstellung, hat aber mit der Wahrheit nicht viel zu tun. Eine Zeitung als geschlossenes Produkt wird durchgelesen nach Büchern. Okay, ich lese den Sport, ich lese die Wirtschaft, ich lese das Lokale und da gucke ich, was für mich interessant ist. Im Netz komme ich halt über diesen Feed. Also bei mir wird bei Facebook angezeigt, schau mal, bei dir um die Ecke brennt ein Haus. Dann klicke ich da drauf und dann komme ich gar nicht auf die Startseite, sondern eben auf den Artikel. Also Leute steigen auf den Artikelseiten ein, also schon sehr, sehr tief im Angebot. Das heißt, ich weiß nicht, wenn ihr überlegt, wenn ihr Nachrichtenseiten anschaut, wie sehen die Artikelseiten aus? Die sehen doch alle gleich aus. Also die haben doch im Zweifel, also machen wir es auch im Desktop, die haben links eine relativ breite Spalte mit einem Bild und mit einem Text und rechts ganz viel Kraut- und Rübenzeugs, was keiner braucht eigentlich. Weil das halt irgendwann mal so gestaltet wurde, aber André hat eben von Prozessen gesprochen, da steckt kein Prozess hinter, da ist halt einfach nur das drin, was sonst keinen Platz hatte. Deshalb sehen Artikelseiten in der Regel scheiße aus. Wir sind Freunde der Zahlen, also hier seht ihr mal in Blau die Seitenaufrufe, die nicht auf der Startseite passieren. Also das heißt, die Aufrufe von der Startseite sind nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil von den Besuchen, die es gibt. Oder von den Seitenaufrufen, die es gibt. Also eigentlich spielt die Musik ganz tief im Programm und ich muss mit jedem Artikel muss ich mir die Beziehung neu erarbeiten. Also es gibt keine Gewohnheiten, dass die Leute sagen, ich lese jeden Tag dieses oder jenes, sondern ich muss mit jedem Inhalt, mit jedem Artikel, mit allem, was ich mache, muss ich mir das neu erkennen. Gewohnheiten sind ein gutes Stichwort. Wir sind es gewohnt, Videos im Querformat anzuschauen. Also die Bildschirme werden immer breiter. Die Videoprofis vor 5 Jahren haben erzählt, naja, wir brauchen auf jeden Fall mindestens 16:9 und Dolby Surround und hast du nicht gesehen. Also quasi Standards, die aus der Produktion entstehen, wo man sagt, das ist total gut, weil das die beste Qualität ist. Die Wahrheit ist, dass die Leute sich die Realität machen, also dass quasi das, was nachher der Standard wird, entscheidet nicht derjenige, der es produziert, sondern der es konsumiert. Will heißen, hochformatige Videos werden bei Facebook stärker angeschaut als querformatige. Ja, woran liegt das? Ja, weil ich das Ding so in der Hand habe und nicht so. Die werden auch ohne Ton geschaut, weil ich in der Bahn keinen Bock habe, dass das Ding die Leute stört oder im Büro ich nicht ertappt werden will, dass ich da gerade ein komisches Video gucke. Das heißt, die Standards gehen von rechts aus, also vom Empfänger. Und das ist alles neu für klassische Medien. Genau. Medien reagieren drauf. Also hier ist ein Beispiel von der New York Times. Fokus, Spiegel macht das mittlerweile auch so. Die untertiteln alle Videos. Weil die wissen, der Tod ist eh aus. Die schreiben quasi die Botschaften runter. Das Problem ist jetzt, wir haben es gerade gehört, die Nachrichtennachfrage steigt. Also immer mehr wird nach Nachrichten im Netz gesucht. Aber diejenigen, die eigentlich das als Fund haben, profitieren nicht mehr davon. Ihr seht hier so eine Kurve von den Reichweiten aller Nachrichtenangebote in Deutschland, die von Tageszeitungen kommen, also im Web. Und ihr seht, dass das seit Anfang 2015 quasi stagniert. So, also es werden immer mehr Nachrichten nachgefragt, aber die Reichweiten der Zeitungsangebote, die steigen gar nicht. Warum ist das so? Wir haben es eben schon ein Stück weit gehört. Es geht tatsächlich darum, mit den Artikeln dahin zu gehen, wo die Leute sind. Und das eben nicht durch die Lieferung in den Briefkasten, sondern ich muss auf anderen Plattformen vertreten sein. Ihr seht hier unten so ein Social Bar, wieder von der New York Times, Angebot heißt Know This, wo die überall hingehen mit ihren Inhalten. Also dieses gewohnheitsmäßige Verhalten ist einfach nicht da. Das heißt, ich muss dieses gelernte Asset, dass ich der Einzige bin, der die Leute erreicht, und zwar auf dem von mir festgelegten Weg, morgen früh um 7 hast du das Ding, das greift nicht mehr. Genau, es gibt neue Wege, Facebook Instant Articles ist eins davon. Und jetzt wird es noch schwieriger, weil die meisten Nachrichtenanbieter kommen gerade halbwegs damit zurecht, für die Kisten hier zu produzieren. Also Webseiten zu erstellen, die auch halbwegs aktuell sind und gefüttert werden. Das Problem ist, die werden immer weniger genutzt.
Also Sie sehen hier wieder einen Verlauf. Oben das Blaue ist wieder das Absolute, das stagniert. Aber der Anteil, der über Smartphones kommt, der steigt. Das heißt, die Fläche wird kleiner, um was zu präsentieren. Der Wettbewerb wird härter. Also es wird immer schwieriger, mir diese Aufmerksamkeit zu sichern. Und es sind auch immer mehr Endgeräte, die dahinter stecken. Also wenn ich vorher wusste, ich habe eine Webseite und eine Webseite ist 800 Pixel breit, dann kann ich dafür produzieren. Aber wenn ich das jetzt nicht mehr weiß, dann muss ich mich auf mehr Endgeräte einstellen, auf mehr Ausgabekanäle. Ich muss bei Facebook funktionieren, ich muss in den Instant Articles funktionieren. Also das wird ein ganz, ganz kleinteiliges Geschäft. Wenn ich vorher wusste, ich muss heute Abend um 6 meine Zeitung fertig haben, damit die in die Druckerei geht und morgen früh beim Kunden ist, das ist eine riesen Veränderung. Fassen wir es kurz zusammen. Die Kerntrends. Also zum einen, Mediennutzung stagniert, es wird nicht mehr. So, also alles das, was ich jetzt mehr haben möchte, muss ich jemandem anderen wegnehmen. Und den Wettbewerb kennt man nicht, ne? Riegelisches Gesetz. Das Internet wächst konstant und verdrängt die anderen Gattungen. Die roten Balken, die sich so reinfräsen in diese gesamte Mediennutzung. Nutzung ist stark fragmentiert. Also, ihr habt gesehen, von diesen 100 Minuten sind 25 für Medien und davon 4 für Tageszeitungen. Also das sind ganz, ganz kleine Happen, die jeder abkriegt. In den genau, mehrfach gehört, Nachfrage nach Nachrichten steigt, aber die klassischen Nachrichtenangebote, die steigen eben nicht. Und das führt dazu, dass die Zeit für jedes einzelne Medienangebot schrumpft. Und Zeit ist eigentlich das Maß der Aufmerksamkeit. Also wenn ich wissen will, wie viel Aufmerksamkeit kann ich um mich vereinen, dann muss ich das in Zeit messen. Es geht nicht in Anzahl von Besuchern oder in Anzahl von Klicks, sondern wie viel Lebenszeit gibt mir jemand, schenkt mir seine Aufmerksamkeit. Kommen wir langsam zur Frage, was machen denn jetzt Zeitungen daraus oder Medienhäuser daraus? Also es gibt hier ein Zitat von einem vom Kunden von uns, der mal gesagt hat, der Kuchen, den wir jeden Tag backen, schmeckt nur den Leuten, die ihn schon seit Jahren kaufen. Ne? 16,8 Millionen gedruckte Exemplare jeden Tag. Also, solange die Zeitungsleser da draußen das gut finden, was wir machen, ist alles in Ordnung. Aber das werden halt auch jeden Tag weniger. Also das waren vor 5 Jahren waren es über 20 Millionen und davor waren es mal 30 Millionen Exemplare, also das werden einfach weniger. Wenn wir da jetzt wachsen wollen, beziehungsweise da nicht untergehen wollen, dann müssen wir uns einfach stärker an diese Zielgruppen anpassen. Und wir tun uns schwer, wenn wir sagen, wir wollen für alle ein Angebot haben, so wie es mit der Zeitung war. Und deshalb müssen wir uns Situationen, Zielgruppen, Bedürfnisse rauspicken, für die wir einfach da sein können und auf die fokussieren. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt, das ist der Wolfgang Blau, das ist ein ziemlich schlauer Mann, der war mal Digitalchef bei der Zeit und später auch dann beim Guardian. Und der hat seinen Kollegen so ein paar Empfehlungen gegeben, die ich auch ziemlich schlau finde. Der sagt, wir sollten das knappe Zeitbudget der Nutzer respektieren. Wenn man sich überlegt, wenn man auf einer Nachrichtenwebseite unterwegs ist, wie viel Schrott einem da entgegenfliegt in Form von schlechten Bannern, in Form von irgendwelchen Inhalten, die da irgendwie hingekommen sind, dann hat das relativ wenig mit Respekt vor dem Zeitbudget zu tun. Und er sagt halt auch sehr klar, das Zeitalter inhaltlich nur gering ausdifferenzierter Massenmedien ist vorbei. Machen wir es nochmal an einem Beispiel. Deutschland steht im WM-Finale, dann brauche ich keine 351 Quellen, die mir sagen, Deutschland steht im WM-Finale. Sondern ich muss halt Dinge produzieren, die nur ich habe. Und nicht einfach nur das produzieren, was alle machen. Weil da werden immer nur wenige sich durchsetzen können, die einfach die größte Schlagkraft haben. Und sein wertvollster Tipp ist tatsächlich an jeden Medientreibenden, überlegt euch mal, wofür würdet ihr wirklich vermisst werden? Und ich hoffe für die meisten, dass es nicht nur die Kreuzworträtsel sind, für die man vermisst wird. Das klang jetzt alles relativ, bedrohlich oder gefährlich, aber es gibt tatsächlich Bewegungen und Beispiele, wo das beherzigt wird und die genau diesen Trends, die wir eben gesehen haben, Rechnung tragen. Ich habe mal 3 mitgebracht. Das eine ist Vox Media, ist ein Medienunternehmen, das in kurzer Zeit sehr schnell groß geworden ist. Was haben die gemacht? Die haben halt einfach recherchiert, zu welchen Themen gibt es sehr viel Nachfrage im Netz. Also zum Beispiel gesündere Ernährung oder bestimmte Lifestyle-Themen. Und dann haben die da Seiten aufgezogen, genau zu diesem Thema.
und die haben da von, das ist jetzt von 2014, von Januar bis Dezember haben die ihre Reichweite verdoppelt. Einfach indem die diese Nachfrage ernst genommen haben und für die Zielgruppen Themenangebote geschaffen haben, wo Leute sich für interessiert haben. Und nicht, wie soll ich sagen, gutsherrenmäßig gesagt haben, das hat euch zu interessieren. Sondern okay, es gibt da ein Interesse für bestimmte Themen, dann schaffen wir dann Angebot. Also das Prinzip Angebot und Nachfrage wurde quasi verkehrt. Kennt jemand von euch Watson CH? Watson ist eine relativ junge Seite aus der Schweiz, gibt es erst seit 2 Jahren. Schweiz, relativ kleiner, betulicher Markt, auch was die Nachrichten angeht. Aber die haben es geschafft vor 2 Jahren. Da waren es noch nicht die Hälfte der Leute, die mit dem Smartphone die Seiten aufgerufen haben. Da waren es vielleicht 20% oder 25%. Die haben gesagt, wir machen nur Sachen, die auf dem Handy funktionieren. Alles andere ist für uns Käse. Und haben das sehr konsequent gemacht. Die haben die Seite komplett für Mobile ausgelegt und die haben sogar ein eigenes Content-Management-System entwickelt, weil die gesagt haben, mit den Werkzeugen, die es da draußen gibt, kann ich zwar so eine Desktop-Seite bespielen, aber für Mobile ist das alles Käse. So, was haben die gemacht? Die haben auch die Banner abgeschaltet. Also da werdet ihr mal vereinzelt einen Werbebanner sehen, aber die haben damals schon gesagt, naja, Bannerwerbung, ob das noch so lange gut geht, die haben quasi andere Formate gefunden, also so Native-Formate. Ich will jetzt kein Bullshit-Bingo betreiben. Aber ich will, haben die andere Geschichten, andere Möglichkeiten gefunden, Werbung zu platzieren, als einfach nur bunte Fläche neben Inhalt. Und naja, was haben die geschafft? Ich habe so ein paar Zahlen rausgesucht. Die haben mittlerweile über 1,2 Millionen Besucher im Monat in einem kleinen Land wie der Schweiz. Und das aus dem Stand, ohne dass sie eine bestehende Marke hatten. Also die haben keine Starthilfe gekriegt. Und die haben eine Zielgruppe erreicht, die für eine Zeitung relativ weit weg ist. Also man kann es jetzt schlecht erkennen. Ihr seht diesen pinken Balken in der Mitte. Das ist eine Altersgruppe von 14 bis 34, die sich für ein Nachrichtenangebot interessiert. Und das nutzt einfach, weil man sagt, hey, die erzählen Nachrichten mit Spaß, die haben einen anderen Stil und die funktionieren hier drauf. Für mich ein schöner Beweis, dass wenn man eine Geschichte, wenn man sich auf eine Geschichte fokussiert, hier ist es der Kanal Mobile für die junge Zielgruppe und das Thema Nachrichten ein bisschen entstaubt, kann das funktionieren. Drittes Beispiel geht genau in die andere Richtung. Ist ein Beispiel aus den Niederlanden, wieder ein kleiner Markt, aber wir haben eben gehört, irgendwie 350 Tageszeiten, das sind alles kleine Niederlanden sozusagen, alles kleine Schweizen. Der Correspondent. Auch hier ohne Anschubfinanzierung von einem großen Investor oder von einem großen Medienhaus. Die haben gesagt, wir machen da nicht mit bei diesem ganzen Klickvieh. Also keine Ahnung, noch eine Bildergalerie mit 30 Bildern und noch alles schneller und dicker und oberflächlicher, sondern wir geben unseren Lesern Zeit und wir nehmen uns aber auch die Zeit für die Recherche. Wir haben gesagt, sowas fehlt den Leuten. Haben das über Kickstarter, Crowdfunding finanziert. Und haben in kurzer Zeit fast 19.000 Menschen gefunden, die gesagt haben, hey, sowas fehlt uns, wir würden da 60 Euro für geben, wenn ihr das macht. Und haben damit eine gute Million Startkapital an Land gezogen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ist ja schön und gut mit Versprechen. Wir hatten eben viel von Versprechen. Wenn die Versprechen nicht gehalten werden, sind die Leute enttäuscht und dann fällt das Kartenhaus zusammen. Nach 2 Jahren haben die 40.000 Abonnenten, die auch alle jedes Jahr 60 Euro geben. Einfach, weil die das ernst genommen haben und hier quasi ein Bedürfnis getroffen haben, das sie da gesehen haben. Und ich finde es sehr ermutigend, dass es solche Angebote gibt und dass der Kampf um Aufmerksamkeit er halt auch einfach Herzblut erfordert. Also dass es halt nicht einfach nur ein Abfallprodukt aus einer anderen Mediengattung sein darf, sondern ich muss für eine Nutzerschaft ein Produkt machen, das die geil finden. Und dann nutzen die das auch. Und da gibt es auch ein Geschäftsmodell. Also bei Watson zahlt kein Nutzer irgendwas. So, der zahlt mit seiner Aufmerksamkeit für Werbekunden. Bei The Correspondent ist es genau umgekehrt. Da zahlen die Leute ganz bewusst 60 Euro im Jahr, weil sie sagen, hey, darauf will ich nicht mehr verzichten. Will heißen, die Suche nach dem Geschäftsmodell ergibt sich aus dem Produkt. Also wenn das Produkt gut ist, dann gibt es auch hinterher ein Geschäftsmodell dafür. Kommen wir zum Schluss. Also die Quintessenz. Klassische Medienhäuser werden sich stärker verändern müssen, als sie es bislang wahrhaben wollen. Diese Veränderungen, die wir gesehen haben, sind nicht einfach nur Hypes, sondern ganz gravierende Veränderungen im Nutzungsverhalten. Wir werden deshalb aber auch viele neue Angebote sehen.
Also Watson, Vox Media, The Correspondent ist nur der Anfang. Also es entsteht Experimentierfreude. Das ist eine Geschichte, die mir in meiner Arbeit sehr viel Spaß bereitet, dass auf einmal Mut kommt, also dass man Dinge ausprobiert, was vorher undenkbar war, wird auf einmal ausprobiert. Und es gibt ein paar Erfolgsfaktoren, und da schließt sich vielleicht ein bisschen der Kreis zu dem, was André eben erzählt hat. Also man braucht einen klaren Zielgruppenfokus, man darf nicht versuchen, eins für alle zu machen, weil das Mediennutzungsverhalten so stark fragmentiert, dass das gar nicht geht. Klar muss die Zielgruppe ausreichend groß sein. Also wenn ich jetzt nur für die Angler in Ettlingen ein Produkt mache, dann wird es halt schwierig mit dem Geschäftsmodell. Also ich muss halt schon gucken, dass das irgendwie eine Perspektive hat. Aber viel wichtiger ist, dass ich meine Arbeitsweise darauf ausrichte. Also dass ich halt nicht mal sage, okay, das läuft schon mit, wir machen dann noch ein Produkt und noch ein Produkt und noch ein Produkt und alles sind so kleine Stiefkinder, die man zwar mitschleppt, aber nicht funktionieren. Also man muss das schon konsequent machen und mit Liebe machen. Und Correspondent und Vox und Watson funktionieren nur, weil die sich komplett drauf stürzen, das genauso zu machen und das gerne machen. Und das ist das, was ich gerade meine, das Geschäftsmodell kommt nicht von alleine, das muss erarbeitet werden, aber erst kommt das geile Produkt und dann kommt das Geld verdient. Und leider ist es, keine Ahnung, diese Einstellung in klassischen Medien oft so ein bisschen abhanden gekommen, weil das Produkt sich sehr stark über Gewohnheit verkauft hat. Genau. Das war mein kleiner, etwas längerer Ausflug in unsere Erfahrungen mit klassischen Medien und das, was sie gerade durchlaufen. Also ihr dürft gespannt sein, ihr seid ja alle Nachrichtenkonsumenten, es wird eine ganze Menge passieren in den nächsten Jahren. Wir sind erst am Anfang und ich bin gespannt, wer da einen guten Job macht und der da. Wenn ihr Fragen habt,